Zuerst möchte ich ein neues Projekt starten, dann schauen wir uns gleich den Film an. In dem Zusammenhang möchte ich mir die Projektvoreinstellung noch kurz anschauen. Hier fällt jetzt auf, dass wir verschiedene Projektvoreinstellungen haben, aber nicht die richtige, die wir jetzt benötigen für die kommende Demo. Wir gehen hier auf Anpassen, den Projektnamen übernehme ich jetzt einfach mal, gehe hier auf OK und bekomme hier meine Projekteinstellungen. Gehen wir es der Reihe nach durch. Wir haben einmal die Möglichkeit, die Bildgröße abzuändern. Wir sehen also, wir haben hier die Möglichkeit, bis 4K die Projektvoreinstellung einzustellen. Für unseren Zweck brauchen wir eine etwas speziellere, weil die Aufnahmen in einem Format aufgezeichnet wurden, das dieser Auflösung entspricht. Und die Bildrate ist 23,98. Generell immer darauf achten, dass die Clips, die aufgenommen worden sind, und die Projektvoreinstellung übereinstimmen. Videokanäle brauchen wir keinen Alpha-Kanal, den sparen wir uns jetzt. Wir wollen auf jeden Fall im 10-Bit-Modus arbeiten. Der Audiobereich ist soweit okay. Auf der rechten Seite finden wir noch ein Renderformat. Renderformat, viele wissen das nicht, ist letztlich der Codec, den ich einstelle in EDIUS, wenn ich dann doch mal rendern muss in der Timeline, was in vielen Fällen aber nicht notwendig ist. Zu guter Letzt haben wir noch die Resampling-Methode. Die Resampling-Methode ist ein Algorithmus man hat hier Auswahl von verschiedenen Algorithmen, um ein Video kleiner oder größer zu machen, mit verschiedenen Qualitäten, könnte man sagen. Der Witz ist, dass diese Voreinstellung zwar schnell arbeitet, aber keine hochwertigen Ergebnisse liefert, während die Lanxess 2 und 3 Varianten sehr hohe Qualitäten liefern. Wir lassen das jetzt hier auf Bereichsdurchschnitt, gehen direkt auf OK. Wir haben heute schon kurz EDIUS gesehen, ich spare mir jetzt hier die Erklärungen und importieren uns einfach unser Material, was wir brauchen. Dazu nehme ich einfach die Ordner von außen und per Drag and Drop ziehe ich mir die in mein Projekt hinein. Man sieht, es geht also sehr, sehr schnell. Ordnung ist das halbe Leben, wie man so schön sagt. Wir haben hier einen Clip vorbereitet, da können wir uns jetzt erstmal anschauen, um was es überhaupt geht. Das ist das Result hier. Ja, ich möchte mit dem ersten Clip anfangen. Ich hatte dazu ein Material vorbereitet, das ich jetzt hier vorbereitet hatte. Den ersten Clip, das ist, den hatten wir gesehen. Das war dieser Clip mit der Frau in einer Art Spiegel. Zunächst, was wir hier in dem Clip hier nicht sehen können, zumindest ohne den Waveform-Monitor, ist, dass der Kontrast hier sehr flau ist. Man kann das anhand des Waveform-Monitors jetzt gut sehen. Vielleicht mal kurz Hand hoch, Waveform-Monitor, wer hat jetzt überhaupt keine Ahnung, was das Ding ist? Vielleicht mal ganz kurze Wortmeldung einfach, doch ein paar, okay. Vielleicht ganz kurze Erklärung. Der Waveform-Monitor stellt die Helligkeit im Video dar. Das heißt, wenn ich jetzt hier drüber scrubbe, kann ich das hier live sehen. Die untere Linie, die Nulllinie, stellt mein Schwarz dar. Alles, was unter Null ist, ist auch weiterhin schwarz. Alles, was bei 100 und über 100 ist, ist weiß. Und dazwischen sind die Mitteltöne. Was wir jetzt also hier sehen können, ist, dass die Spitze, die jetzt von diesem Stift hier kommt, diese helle Spitze ungefähr an der Stelle steht. Und was wir jetzt machen möchten, ist das Helligkeitssignal erstmal anpassen. Dazu machen wir vielleicht erstmal einen ganz einfachen Schritt, gehen über die Farbkorrektur und wählen den Farbabgleichfilter an und wählen den auf diesen Clip. Der Farbabgleichfilter stellt zwei Varianten dar, Helligkeit und Kontrast. Helligkeit
ist letztlich die Möglichkeit, das Helligkeitssignal, das sieht man sehr schön, sich das hier linear nach oben verschiebt, um das Bild heller zu machen oder eben auch dunkler zu machen. Trotzdem passt es immer noch nicht. Wir haben also keine Möglichkeit, hier das Signal zu stauchen oder zu dehnen. Dafür ist der Kontrast. Wir können also hier das stauchen und dehnen. Wir können also jetzt hier so ein bisschen hin und her spielen, bis wir das richtig reinkriegen. Aber letztlich ist das keine schöne Möglichkeit. Ich breche mal hier ab, lösche den Filter nochmal und wende mal einen schönen Filter an. Das ist die Juff-Kurve. Mit der Juff-Kurve habe ich die Möglichkeit, sehr detailliert die Helligkeit im Bild einzustellen. Es gibt hier mehrere Möglichkeiten. Im Prinzip können Sie sich das so vorstellen, dass diese Linie die Verteilung der hell-dunkle Anteile im Bild darstellt. Wir haben hier unten die dunklen Anteile, die mittleren Anteile und die hellen Anteile. Das heißt, wenn ich die mittleren Anteile nach oben ziehe, dann sieht man, wie das Signal hier gleichzeitig verschoben und ein bisschen, sagen wir mal, gestaucht wird. Das sieht man jetzt noch besser, wenn ich den vorderen Bereich nach unten ziehe. Das Helligkeitssignal also in die untere schwarze Linie gehen lasse, nicht darüber hinausgehe. Und im oberen Bereich das Ganze einfach nach oben ziehe. Diese S-Kurve ermöglicht uns eine Verstärkung des Kontrasts. Wenn man jetzt also einen optimalen Kontrast, wenn man das mal im Vorher-Nachher-Vergleich sieht, dann merkt man schon, ah, okay, das schaut jetzt schon irgendwie knackiger aus, nicht mehr so flau wie vorher. Das passt jetzt im ersten Schritt. Im zweiten Schritt könnten wir den Farbabgleich hernehmen, um die Farbsättigung zu erhöhen. Dafür ist der Filter grundsätzlich gut geeignet. Also hier einfach mal hochdrehen und der Filter bietet hier unten auch eine Möglichkeit an, einen Farbstich ins Bild zu generieren oder auch rauszunehmen. Auch hier ist es ein bisschen schwierig, den Weißabgleich durchzuführen mit diesen drei Reglern. Auch hier würde ich ein anderes Werkzeug wählen, dazu schließe ich mit OK und wähle die drei Wege Farbkorrektur aus. Was auffällt im Bild ist momentan, dass wir einen sehr starken Rotstich bekommen haben, den wir mit der Drei-Wege-Farbkorrektur entfernen können. Ein schöner Trick hier ist, das Fenster zu nehmen, an die rechte Seite zu ziehen, loszulassen, dann ist das schon mal schön groß. Kann man hier auf jeden Fall mal besser arbeiten. Wir können also den mittleren Bereich, den Grauabgleich, weil wir jetzt momentan im roten Bereich, im orangen Bereich sind, orange ist ungefähr hier, komplementär wäre auf der anderen Seite, also ziehen wir einfach mal hier in die andere Richtung rüber. Ah, ungefähr so, das ist dann letztlich Geschmackssache. Zum Film. Ich denke, das passt jetzt erstmal. Das schaut schon ganz ordentlich aus. Ja, welche Probleme haben wir jetzt noch? Was wir jetzt noch sehen ist, das Bild schaut im Prinzip schon ganz gut aus. Was wir jetzt noch haben ist, das Schwarz, also das Oberteil von der Frau ist eigentlich schwarz, aber in dem Fall immer noch so, hat noch so einen Tick Rotstich, den wir korrigieren können. Dafür gibt es einen sehr schönen Trick, den ich jetzt hier bei der Demo kennengelernt hatte. Dazu nehmen wir eine zweite Farbkorrektur. Wenden das auf diesen Filter zusätzlich an, öffnen den Drei-Wege-Farbkorrekturfilter, der gleiche Trick, hier rechts rüberziehen. Und in dem Fall, bei dem ersten Drei-Wege-Farbkorrekturfilter, haben wir letztlich eine primäre Farbkorrektur gemacht, das heißt über das gesamte Bild eine Korrektur gemacht, aber jetzt werden wir eine Teilkorrektur machen, eine sekundäre Farbkorrektur machen. Wie macht man das? Da macht man mit diesen Grenzwerten. In unserem Fall brauchen wir nur die dunklen Anteile. Das heißt, die Luminanz ist das hier in dem Fall, das ist also unsere Helligkeit im Bild. Die können wir auch noch darstellen lassen über das Histogramm, dieser kleine Button. Ermöglicht uns zu sehen, welche Farbanteile, welche Sättigungsanteile, welche Helligkeitsanteile im Bild sind. Und wie gesagt, wir brauchen die schwarzen Bereiche, also das ist der vordere Bereich. Versucht es mal einzugrenzen. Damit wir auch sehen können, was wir jetzt hier auswählen, wäre es vernünftig, den Key jetzt zu aktivieren. Wir sehen jetzt anhand der Farben im Bild, was ausgewählt ist und was nicht ausgewählt ist. Also was weiß ist, ist momentan ausgewählt und alles, was schwarz ist, ist nicht ausgewählt. Der Bereich hier, der einfach schraffiert ist, ist ein Übergangsbereich. Schränke ich gerade noch mal ein bisschen ein. Ich denke, so ist es okay. Ich schalte das wieder aus. Ja, und jetzt können wir anfangen, die Sättigung in den dunklen Bereichen abzusenken. Dazu ziehe ich den Regler ganz nach links rüber. Ich ziehe mal ganz nach rechts rüber, damit man vielleicht mal das Gegenteil sieht. Also man kann hier die Sättigung im Schwarzbereich schön absenken und zusätzlich, was wir hier machen können, mit dem Kontrastregler den Kontrast auf der unteren Kante noch ein wenig zu dehnen in dem Fall. Wir erinnern uns, Kontrast war was mit Stauchen und Dehnen. Wir sehen das jetzt hier im Waveform-Monitor und wir wollen den hier einfach nochmal ein bisschen absenken, um noch einfach ein kräftigeres Schwarz zu bekommen. Ich denke, das schaut jetzt schon sehr, sehr ordentlich aus. Das könnte man jetzt so stehen lassen. Kleine Raffinesse, die man bei diesem Clip jetzt noch zusätzlich machen kann,
wäre die Möglichkeit, mit dem Maskenfilter eine Unschärfe ins Bild auf der linken Seite anzuwenden, den Ganzen noch ein bisschen mehr, ja, den Fokus auf die rechte Seite zu lenken. Dazu nehmen wir den Maskenfilter. Wir brauchen eine Rechteckmaske, ziehen eine Rechteckmaske auf für den linken Bereich. Der Bereich soll dann unscharf gemacht werden. Dazu benutze ich einen Innenfilter. Ich aktiviere den Filter, ich wähle den Filter aus. In dem Fall nehme ich einen qualitativ hochwertigen Gaußschen Unschärfefilter, der in der Standardeinstellung von 10 eingestellt ist. Wir können das hier im Hintergrund sehen, im Vordergrund sehen wir das nicht. Ich übertreibe mal ein bisschen, dass man das jetzt noch besser sieht. Man kriegt hier also eine Kante rein. Diese Kante ist natürlich ja, nicht gewollt. Ich gehe mal hier auf OK. Die Kante kriegen wir weg, indem wir auf der Kontur die weiche Kontur aktivieren. Einfach hier mal gescheit hochdrehen. Gehe mal ein bisschen höher, mal auf 500. Sieht man schon, wie das hier etwas besser wird. Gehen wir auf 1500. Ja, ich denke, das ist okay. 1500 können wir mal lassen. Die Gaußsche Unschärfe ist noch zu hoch. Die brauchen wir reduziert. Wenn wir jetzt hier mal schauen, dann ist der Wert von 2 bis 3, denke ich, gut geeignet. Ich lasse mal den Wert 3, damit man das noch besser sieht. Das Ganze mit OK bestätigen. Mit OK bestätigen. Und ja, unser Clip ist fertig. Das Ganze ist jetzt auf diesem Laptop hier. Das ist leider nur ein 2,4 GHz Modell. Ich probiere es mal zum Abspielen. Ja, das ist jetzt ein Fall fürs Rendering sozusagen. Den Laptop gibt es auch mit einer 3 GHz Ausstattung. Da würde das wahrscheinlich in der Echtzeit laufen. Gut, nichtsdestotrotz gehen wir einfach zum nächsten Clip über. Ganz kurz noch als Anmerkung, die Demo auf der NAB lief natürlich auf einem Dual Xeon System mit einer entsprechenden Hardware. Wir haben uns jetzt hier für das Laptop entschieden, deshalb ja, ist die Echtzeit etwas reduziert. Wir haben draußen den Dual Max 4K. Der hat 24 Kerne plus Hyper-Threading. Da ist das relativ einfach möglich. Ne? Aber es geht natürlich auch, also selbst ein Standard-PC hat mehr Leistung als so ein Laptop. Das ist klar, weil die Prozessoren hier so einen Kompromiss machen aus Leistung und Strom sparen. Und mit Strom sparen ist bei 4K im Moment nicht so richtig. Naja. Okay, der nächste Clip wurde bei der Aufnahme, ja, ist ein störendes Objekt auf der rechten Seite. Das wurde für die Kamera benötigt. Letztlich könnte man das Objekt jetzt natürlich in anderen Programmen entfernen, wie zum Beispiel in Photoshop oder After Effects, was ich persönlich jetzt auch gerne machen würde. Aber wir wollen ja heute in Edios bleiben und ein paar Feinheiten, ein paar Raffinessen anschauen. Und für den Zweck könnten wir jetzt Folgendes machen, da der Clip jetzt hier alleine liegt, duplizieren wir einfach mal die Spur. Also wir haben den Clip jetzt hier doppelt aufgelegt. Die Idee ist, dass wir auf der Kopie darüber, auf der linken Seite, weil der ja symmetrisch ist, die linke Seite einfach auf die rechte Seite rüberbringen und somit die Box verdecken. Was brauchen wir dafür? Dafür brauchen wir einen Effekt, und zwar einen Mirror-Effekt, einen Spiegeln-Effekt. Das ist dieser Effekt hier. Das spiegelt also erstmal mein Material. Ich habe jetzt also exakt das darüber liegend. Und zusätzlich muss ich das ausschneiden, dass ich mit einer Maske eben mache. Diese Maske, die muss hier auf der rechten Seite angewendet werden. Da werde ich jetzt mal eine Freihandmaske nehmen. Und weil hier der Arm dann irgendwann mal so rüber geht, muss ich hier etwa so, ungefähr so. Was müssen wir jetzt als nächstes machen? Wir brauchen nur diesen Teil, den Außenteil brauchen wir nicht. Das heißt, den Außenteil müssen wir in der Deckkraft einfach absenken. Da sieht man schon im Hintergrund, was passiert. Man sieht den Untergrund, man sieht den Hintergrund. Bestätige mit OK. Was können wir jetzt machen? Wir können den Clip drüber verschieben oder auch den Clip darunter verschieben. Dazu öffne ich mit F7 den Layouter und ziehe einfach in der X-Position so lang, bis das hier in Deckung kommt. Jetzt kann man sagen, ja, das ist schon ganz schön, aber irgendwie habe ich jetzt eine Kante. Die Kante kriegen wir jetzt recht leicht weg, indem wir nochmal in den Maskenfilter reingehen. Die Technik haben wir gerade schon gesehen mit der Kontur, weiche Kontur. Und einfach mal hier hochdrehen. Und mal 100. Ein bisschen mehr. So, jetzt ist aber wirklich nichts mehr zu sehen, oder?
Der Clip ist eigentlich soweit ganz in Ordnung. Wenn man sich jetzt das mal anschaut, dann muss eigentlich nur noch die Helligkeit korrigiert werden, beziehungsweise der Kontrast. Das müsste man jetzt über zwei Clips machen in dem Fall. Über zwei Clips zu arbeiten macht natürlich keinen Spaß. Da zeige ich Ihnen jetzt mal einen schönen Trick. Ich schränke erstmal den Clip-Bereich mit In und Out ein. Wie oft bearbeiten, zwischen In und Out als Sequenz festlegen. Was macht das? Das macht also eine Sequenz erstmal. Stellt mir eine neue Sequenz. In dieser Sequenz befinden sich jetzt diese beiden Clips. Die beiden Clips darunter brauche ich jetzt also nicht mehr. Die könnte ich jetzt löschen. Ich schaue mal in die Sequenz rein. Per Doppelklick kann ich in die Sequenz reinschauen. Also wir sehen, was ich gerade gesagt hatte. Ich gehe nochmal zurück. Diesen Clip können wir nun farbkorrigieren. Das mache ich jetzt anhand des UV-Filters, wie ich es gerade schon gezeigt hatte, an dem vorigen Beispiel. Man sieht hier die Gerade wieder. Dasselbe Prinzip. Ich zeige mir den Waveform-Monitor an. Ich ziehe einmal nach unten. Bis das ankommt, so ungefähr. Und einmal hier nach oben. Ungefähr so, um einen optimalen Kontrast zu erhalten. Und ja, das war es auch schon. Jetzt könnte ich nochmal eine 3-Wege-Farbkorrektur anwenden, um einen Farbstich ins Bild zu machen. Das soll jetzt aber erstmal reichen. Als nächstes habe ich noch, ich lösche das gerade mal hier raus, einen dritten Clip vorbereitet. Das ist der Clip im Auto. Da haben wir jetzt ähnliche Probleme. Also ich rede jetzt nicht mehr so viel. Einmal UV-Kurve anwenden. Einmal nach unten. Einmal UV-Kurve nach oben. Nochmal vorher, nachher. Dann die Sättigung. Ja, so. Und jetzt hätten wir im Prinzip wieder die Möglichkeit, mit der 3-Wege-Farbkorrektur zu arbeiten. Wir haben also jetzt die Möglichkeit, hier erstmal den Clip zu farbkorrigieren. Ungefähr ja, so wahrscheinlich. Okay. Und im letzten Schritt würde man jetzt wahrscheinlich anfangen, Vordergrund und Hintergrund separat zu bearbeiten, vielleicht das Gesicht noch ein bisschen auszuarbeiten. Da entsteht jetzt ein Problem tatsächlich, obwohl wir hier eine sehr qualitativ hochwertige Aufnahme haben. Wenn wir jetzt dieselbe Technik anwenden von gerade eben, bei der sekundären Farbkorrektur, mit der Auswahl. Das heißt, ich schränke den Auswahlbereich ein und wähle meinen Gesichtsanteil aus. Jetzt würde man wahrscheinlich sagen, ja, schön, wie wählt man den jetzt aus? Klar, man kann den jetzt hier mit Try and Error auswählen. Man hat natürlich irgendwas mit Rot und irgendwas in diesem Bereich, irgendwas in der Sättigung. Ja, ist es ein bisschen schwieriger. Dafür gibt es den Farbbereich, den Farbbereich-Picker. Mit dem Farbbereich-Picker kann ich jetzt ins Bild reinklicken, um mir bestimmte Bereiche des Bildes auszuwählen. Auch das führt jetzt erstmal nicht zum Ziel. Mit der Shift-Taste, und das ist eigentlich der gute Trick, kann ich jetzt meine Auswahl erweitern. Das war jetzt ein bisschen zu viel. Der Witz ist, was ich hier zeigen möchte, dass der Clip insofern problematisch ist, weil er sehr viele Löcher beinhaltet. Also die Auswahl wird hier nicht, man wird hier keine besonders gute Auswahl bekommen. Was man also an der Stelle machen kann, ich breche nochmal ab an der Stelle und nehme mal einen anderen Filter her, den Sie wahrscheinlich noch gar nicht verwendet haben. Das ist der Chrominanzfilter. Der Chrominanzfilter bietet uns ähnlich wie gerade eben eine Auswahlmöglichkeit an, mithilfe des Farbpickers hier. Ich kann also hier reinklicken, den Key anzeigen lassen vielleicht noch, kann hier reinklicken und kann sehen, was ich jetzt tatsächlich im Bild ausgewählt hatte. Das führt jetzt eigentlich auch nicht so richtig zum Ziel, deswegen gehe ich mal eine Stufe runter und nehme mal einen dieser drei Auswahlwerkzeuge. Ich nehme mal dieses Kreisrundwerkzeug, habe also die Möglichkeit hier mit diesem Kreiswerkzeug eine Auswahl zu treffen. Muss irgendwo im Rotbereich sitzen, also irgendwo hier, man sieht hier schon ein bisschen was kommen. Jetzt könnte man den Haken unten noch setzen, macht man sich einfach das Leben leichter, weil jetzt nur noch die Farben, die wirklich im Video verwendet worden sind, dargestellt werden. Wenn ich jetzt hier nochmal drüber gehe, relativ leicht die Möglichkeit, mein Gesicht auszuwählen. Aber auch hier habe ich das Problem natürlich, dass dieselben Löcher entstehen wie bei dem anderen Filter. Wie kann man das jetzt korrigieren? Also zum einen kann man jetzt mal über die Farbe gehen und das Alpha etwas erhöhen, um die Farbe noch etwas, also Nachbarfarben noch auszuwählen. Um die Löcher rauszubekommen, gibt es hier diesen Regler vom Alpha 0. Wenn ich vom Alpha 0 nach rechts rüberziehe, sieht man schon, was passiert. Dann wird hier so eine
einen Weichzeichner-Effekt angewendet. Ich habe jetzt die Möglichkeit, meine Maske weich zu zeichnen, einfach innerhalb des Filters, was sehr, sehr bequem ist. Und ich habe jetzt hier auch die Möglichkeit, ein Innen- und ein Außenfilter anzuwenden. Also ich könnte jetzt zum Beispiel beim Innenfilter eine 3-Wege-Farbkorrektur anwenden, irgendwas machen. Und beim Außenfilter könnte ich zum Beispiel, vielleicht mal was anderes als an der Stelle, einen Filter-Mischen anwenden. Filter-Mischen hat die Möglichkeit, zwei Filter auszuwählen. Ich könnte jetzt also hier zum Beispiel auf der einen Seite nichts auswählen, auf der anderen Seite eine Blockfarbe auswählen. Blockfarbe auf schwarz stellen. Und dann mit der Gewichtung arbeiten. Jetzt sieht man bloß nichts, da der Key immer noch an ist. Machen wir mal den Key aus. Mit dem Verhältnisregler haben wir jetzt die Möglichkeit, die Blockfarbe so zu aktivieren, dass der Hintergrund quasi dunkler wird. Ja gut, die Auswahl ist noch nicht ganz optimal, die sollte man noch verbessern. Ist jetzt aber nicht der Punkt. Eine andere Variante, was man hier auch machen könnte als Ideengeber, was vielleicht mal vorkommt, dass man jetzt hier nicht einen Filter anwenden möchte, sondern mehrere Filter anwenden möchte. Für den Fall haben wir den Filter kombinieren. Filter kombinieren, wenn ich jetzt hier auf Einstellungen gehe, sieht man schon, was hier geboten ist. Wir haben die Möglichkeit, bis zu 5 Filter in einem Stack, in einem Stack unterzubringen, verschiedene Filter zu kombinieren. Das lässt sich dann, ja, so jetzt erstmal nur als Ideengeber. Eine zweite Sache, was wir jetzt hier noch machen könnten, geht mal hier auf OK, könnten noch eine zusätzliche Maske oben anwenden, statt der Chrominanzauswahl. Können hier per Kreismaske einen Bereich auswählen und könnten hier zum Beispiel, wie ähnlich beim ersten Clip auch schon, einen Innenfilter anwenden. Der Innenfilter soll zum Beispiel nachschärfen. Da gibt es einen Schärfefilter. Und das sieht man auch ganz gut am Waveform-Monitor. Jetzt zu viel. Ja, irgendwo bei 40 wohl. Und den Außenbereich eben wieder mit einer Unschärfe versehen. Ja, damit kommen wir auch schon langsam zum Ende. Ich hoffe, ich habe Ihnen ein paar neue Ideen mitgegeben, wie Sie mit EDIOS Filter kombiniert Farbkorrektur durchführen können. Letztlich muss man halt verstehen, wie Farbe, Sättigung, Helligkeit zusammenhängt, um eine Auswahl zu ermöglichen. Verschiedene Filter bieten uns hier Auswahlmöglichkeiten an. Wenn alle Stricke reißen, gibt es eben den Maskenfilter, um eine Auswahl vorzunehmen. Der Maskenfilter lässt sich auch animieren. Wir haben eine kleine Timeline unterhalb des Maskenfilters. Und ja, das soll es jetzt erstmal gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich hoffe, Sie konnten ein bisschen was mitnehmen und genießen Sie den Tag.